Hallo Freunde, willkommen zurück zum Sonntagsausflug. Ich glaube, das ist eine Premiere. Das erste Mal, dass wir das gleiche Spiel zweimal direkt nacheinander spielen. Aber das hat natürlich einen guten Grund. Zum einen bin ich ziemlich heiß auf das Spiel. Ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, das geht den meisten von euch auch so. Ich habe sehr viele Kommentare gehört von euch und Anfragen gehabt, dass wir daraus bitte ein Let's Play machen. Das liegt natürlich wie immer an euch. Sobald wir mit Ghost Recon Wildlands fertig sind, gibt es eine neue Abstimmung. Da werde ich Sherlock Holmes auf jeden Fall dazu packen. Bei Ghost Recon Wildlands habe ich so ein bisschen den Turbo eingelegt. Das hat man in den letzten Episoden vielleicht gemerkt. Wir gehen da jetzt deutlich schneller durch die Mission als vorher. Dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen, dass das Ende schon am Horizont ist, weil ich immer noch alle Sachen erledigen will, aber es wird nicht mehr bis 2020 dauern. Wie auch immer, zurück zu Sherlock Holmes. Wir steigen an der Stelle ein, wo ich die letzte Episode aufgehört habe. Und wir verfolgen immer noch diesen Typen aus dem Pub, der die besonderen Jobs anbietet. Unser Zeitungsjunge ist ein ganz hervorragender Schatten. Und er ist ein bisschen schlampig, er lässt die Tür offen. Nein, musst du nicht. Du musst Sherlock benachrichtigen. Ja, jetzt ist die Tür doch zu. Richtig. Gegenteil von auf. Dann schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Er ist relativ klein und leicht. Diese Dinger, wenn man, sag mal, die Pflanzen von hier bis da hinten zusammennimmt, sollten die ihn halten, aber scheinbar will er da nicht rüberklettern. Das Grundstück ist von beiden Seiten mit Häusern eingeschlossen. Ich muss wissen, was da drin vor. Aber wir haben ja hier einen Agenten des SAS. Oder zumindest zukünftig. Wir können nur froh sein, dass die keine Hunde hier haben. Warum ist das hier so rot? Also im Normalfall würde das irgendwas Wichtiges markieren, aber ich sehe jetzt gerade nicht, was das wohl sein könnte. Könnte nützlich für Mr. Holmes sein. Ich zeichne es mal ab. Stunden später? Herzen sind benutzt. Feuer brennt. Oh Mann, so viel teures Zeug. Naja, das Anwesen ist auch nicht unbedingt günstig, möchte ich wetten. Bevor wir uns daran machen, schauen wir mal. Vorhänge zugezogen. Ich möchte mich noch ein bisschen umgucken, bevor wir diese hintere Tür probieren. Das sieht erstmal ganz gut aus. Zu gefährlich zum Reingehen. Sehe ich auch so. Okay. Töpfe für Pflanzen, Gießkanne. Hier ist eigentlich nicht viel Garten dran und die ganzen Mauern drumherum sagen mir, die wollen keinen Besuch. Richtig Hobbygärtnerei ist da wohl nicht. Zu gefährlich zum Reingehen, dementsprechend. Ich kann nichts erkennen. Okay, wir haben das Wappen. Ich schätze mal, das muss reichen. Säcke voller Essen. Gefällt mir. Aha. Leben hier nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. Ich glaube, hier lebt nur einer. Zeit für den Bericht an Mr. Holmes. Der arbeitet für den anderen. Okay. Kurzer Bericht. Wir haben das Wappen. Säckeweise Essen. Teures Zeug. Kostspieliges Anwesen.
Daraus sollte sich doch irgendwas kombinieren lassen. Auch ohne Kugelschreiber und Kaugummi. Ach nee, das waren andere. Ziemlich seltsam. Was schließen Sie aus dem, was Wiggins herausgefunden hat, Holmes? Ziemlich gute Zeichnung, muss ich sagen. Gute Arbeit von Wiggins. Absolut. Okay, schauen wir mal, was haben wir? Wappenbild untersuchen, das Wiggins angefertigt hat. Klare Sache. Das heißt, wir haben mit Sicherheit irgendwo eine Art Buch, wo die Familienwappen oder solche Geschichten hinterlegt sind. Sherlock Holmes ist ja bekannt dafür, eine sehr umfassende Bibliothek zu haben. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Richtig, aber wahrscheinlich nicht, um handgezeichnete Wappengeschichten zu untersuchen. Untersuchen. Okay, wir haben hier also jede Menge alte Zeitungen, eine Art Archiv. Okay. Wir haben Zeitungen und wir haben Enzyklopädien. Kunst, Architektur, Technik, Geschichte. Und wir haben links davon Forschungsberichte. Wie gesagt, die Bibliothek von Sherlock Holmes ist umfassend. Zeichen und Symbole, Orden und Medaillen. Wir gucken mal bei Zeichen und Symbole. Göttliche, religiöse, Waren, englische Familienwappen. Ich glaube, da könnten wir Glück haben. Das sieht doch so ähnlich aus. Hier ist die Pflanze nicht ganz so sehr verkümmert. Aber im Großen und Ganzen kommt das hin. Das Familienwappen der Familie Marsh. Der gegenwärtige Repräsentant der Familie ist der bekannte Wohltäter Lord Edward Marsh. Er hilft den Armen und Bedürftigen von Whitechapel mit Lebensmitteln, warmer Kleidung etc. Das würde dazu passen, dass der säckeweise Lebensmittel hat. Darüber hinaus ist Lord Marsh der Mitbegründer des sogenannten Sonderausbildungsprogramms, mit dem arme Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung erhalten. Lord Marsh residiert in 3 Mainsbury Road in London. Gefunden. So sieht's aus. Da bin ich mal gespannt. Dieser Mann könnte also Lord Marsh sein. Ein Lord, der sich in Kneipen herumtreibt. Statten wir Lord Marsh einen Besuch ab und tun wir so, als ob wir uns für seine Wohltätigkeit interessieren. Okay. Mr. Holmes, Sie haben Besuch. Sagen Sie, er soll warten. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Diese junge Dame weigert sich zu warten. Was? Vater! Caitlin! Ihr Internat wurde überschwemmt, also hat man alle nach Hause geschickt. Es war dann auch so schön muffig genug. Meine Güte, wie bist du nur so schnell so groß geworden? Du bleibst hier. Es wird sich ein Bett finden. Holmes, sie kann natürlich mein Zimmer haben. Sag, was meinst du dazu, Kate? Hast du einen neuen Fall? Eine edle Dame, die erpresst wird? Oder eine Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen und einer Jungfer? Wer weiß? Du wirst es mir doch verraten, Vater. Ganz bestimmt. Wenn du dich benimmst. Na schön, viel Spaß. Ich werde meinen Koffer auspacken. Helfen Sie mir, Mrs. Hudson? Sie sieht sehr glücklich aus. Okay, ich glaube, das Leben hier wurde gerade ein wenig komplizierter. Es ist so schön, dass Kate hier ist. Ja, ich könnte weinen vor Freude. Oder wie heißt das andere Ding, wo man bebt und rot wird? Wir schauen uns noch ein bisschen um hier. Hola. Okay. Holmes ist bekannt für Verkleidungen und Zeug. So wie es aussieht. Okay, das ist eine sehr interessante Verkleidung. Ich glaube, das dauert Jahre, bis das nachwächst. Okay, hat nur eine Art von Brille und verschiedene, mehr oder weniger falsche Bärte. Ich glaube, wir bleiben erstmal Sherlock Holmes.
oder? Kleiderschrank, okay. Juhu, festlich. Arzt. Okay, auf einen Arzt reagieren die Leute manchmal anders als auf normale Menschen. Auf Banditen auch. Seelsorge. Alles klar. Sportkleidung. Freizeitanzug. Wenn wir einen Lord besuchen, ist ein Anzug, denke ich, in Ordnung. Wir können uns ja einmal einigermaßen schicken. Okay, dann würde ich sagen, den Tisch kennen wir noch nicht. Nichts Besonderes. Dann kraulen wir nochmal dem Hund hinter das Ohr. Bravo, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Und dann machen wir uns auf die Socken zu diesem Lord. Wird bestimmt total super. Wow. Wenn nicht sogar noch superer. Das heißt, Marshs Haus. Auf geht's. Ich weiß, das mit der Karte und der Schnellreise hätte ich auch von oben aus machen können. Ich hatte gehofft, dass hier die Kutsche steht, mit der Holmes immer unterwegs ist, und dann kann ich mir das über diese Karte ersparen, aber passt schon. Holmes, wegen Caitlin. Ja? Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Nun, von Ihrem Vater. Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde sie verlieren. Verstehen Sie nicht? Sie darf es niemals erfahren, Watson, klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Okay, da sehe ich eine ganze Menge heißer Story auf uns zukommen. Kommen Sie herein. Okay. Wir schauen einmal ganz kurz, ob wir schon irgendwas entdecken. Offensichtlich nicht. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Servus. Okay, der ist Arzt, ja? Schauen wir mal, was wir rauskriegen. Gerötete Augen, fühlt sich nicht gut, Schlafmangel. Fühlt sich nicht gut. Wir gucken. Ring, Familienring, der Marsch. Wohlhabend. Krank, verheimlicht etwas. Schmerzmittel. Persönlicher Assistent, Kochrezept. Appointments, da ist kein Kochrezept dabei, das sind Termine. Aufgesticktes Motiv, Mitglied eines Jagdclubs. Alles klar, Stethoskop, wahrscheinlich Arzt. Okay, dann schauen wir mal. Ruben Fisher. Ruben Fisher ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Musterschüler. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Ruben Fisher ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. Das sind ja drei Jobs in einem. Der ist ein richtiges Überraschungsei. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Ah, wer einen wertvollen Goldring hat, ist in der Gesellschaft angesehen. Wichtig. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in eine Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Ich hatte zuerst vermutet, dass er vielleicht seine Beine nicht benutzen kann, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube aber nicht, dass er mit dem Besuch gerechnet hat, deshalb was zu verheimlichen würde da nicht helfen. Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt.
Ja, das ist Dr. Reuben Fisher. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fisher, der zugleich mein Leibarzt ist. Vielleicht ein bisschen persönlich, aber welche Art von Krankheit ist es denn? Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Für eine Grippe Schmerzmittel? Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Da steht die Packung auf dem Tisch. Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Okay, die verheimlichen was. Ich meine, wer seinen Tee mit Milch nimmt oder mit Zitrone, das ist widerlich, aber bitte. Mag keinen Tee. Aber Schmerzmittel? Ja, vorsichtig, Lord Marsh. In 90% der Fälle, wenn jemand stirbt, ist ein Arzt in der Nähe. Das ist kein Zufall. Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fisher hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Stimmt. Warum ist dir das so peinlich, wenn du doch so viel Gutes tust? Vielleicht, weil es eine Lügengeschichte ist? Okay. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass das hier so abgetippt erscheint und nicht handschriftlich. Dann hätte man vergleichen können, und wobei handschriftlich aus einem Buch ist das abgetippt. Ah, okay. Trotzdem, dann könnte man einige Beweisgeschichten vielleicht miteinander vergleichen, ob sie gleiche Handschrift oder so. Bei Lord Marsh wurde Grippe diagnostiziert. Allerdings scheint seine Erkrankung schwerwiegender zu sein. Richtig. Das heißt, die verheimlichen was. Das Thema Bedürftigen helfen, was eigentlich der große Aufmacher in der Gesellschaft ist, ist ihm peinlich. Das erscheint mir komisch. Die öffnete Packung stark schmerzt. Und er hat zugegeben, dass er das ist. Mit Verkleidung und Schnickschnack. Ja, ein falscher Backenbart und ein anderer Hut. Zack, fertig. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Absolut. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Our Quarterman Club. Celebrate our horseback riding, exploration and hunting. Okay. Lord Marsh. Auf der Jagd mit Freunden. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. Sieht's aus. Letztes Jahr schlossen 3 Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab.
Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Dank Lord Marsh. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Wow. Sachen, die wirklich schwierig zu finden sind. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Jim Thatcher. Alles klar. Dieser Name sagt mir nichts. Ah, okay, unterstreichen, da können wir Dinge. Boah. Jetzt müssen wir aus dem Gedächtnis nur noch wissen. Verdammt, das ist eine Woche her. Wie hieß der andere? Dieser Name sagt mir nichts. Dieser Name sagt mir nichts. John Strobridge. Ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Nicht nett. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. Mal wieder schlecht vorbereitet. Sind wir inzwischen gewohnt. So, wir haben hier die Liste mit den Namen. Sehr gut. Und die können wir auch noch lesen, beziehungsweise hier stehen die Namen ausführlicher. Wir haben die Namen seiner engen Freunde, die wurden namentlich erwähnt, dementsprechend passt das. Ich würde mir wünschen, dass wir eines dieser George Hurst, dass wir so ein Vermisstenplakat hier haben. Hurst ist nicht auf der Liste für Oktober. Müsste man halt noch wissen, welchen Monat wir da gerade haben. Da haben wir sämtliche Gespräche nochmal. Können Dinge nachlesen. Okay. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Humanitäre Hilfe für ein Waisenhaus. Das nicht schlecht? Säcke voller Essen. Geschlossen? Zu. Dann geht's nach hinten. Okay, nach oben kommen wir nicht, weil glücklicherweise das Essen davor steht. Das hatten wir hier auch schon. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Sehe ich auch so. Haben wir hier noch? Lord Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe aus. So sieht's. Oh, da hinten hängt noch ein Zettel an einem Paket. Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Whitechapel Road? Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Noch mehr Whitechapel. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Okay, ich glaube... Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Vor allem nicht im Haus eines Lords. Sieht fast aus, als wären wir hier ganz gut dabei. Okay, hier sind wir im Hirn von Sherlock Holmes. Hier verbinden wir Beweise miteinander, um Rückschlüsse zu ziehen und auf die Lösung des Problems zu kommen. Hurst besonderer Job. Eins nach dem anderen. Vor 3 Wochen ist George Hurst verschwunden, nachdem er einen besonderen Job angenommen hatte. Das ist richtig. Ein Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm wird vermisst. Mitglied des berühmten Quartermain-Jagdclubs. Oh.
Okay, da habe ich wohl was falsch gemacht. Ich glaube, da kriegt er einfach Kopfschmerzen. Gut, lassen wir das. Alles klar. Im Tutorial kriegt man noch Hilfen. Später kann man da alles miteinander kombinieren, egal ob richtig oder falsch. Gut, keine Verbindung. Der besondere Job, den George Hurst erwähnt, hat nichts mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun. Schwachsinn. Verbindung. George Hursts besonderer Job und Lord Marshs Sonderausbildungsprogramm haben etwas miteinander zu tun. Da können wir uns wohl ziemlich sicher sein. Und schon streckt diese Neurone seines Hirns irgendwie die Fühler aus und will Verbindung zu anderem Kram. Bin mir nur nicht sicher, ob ich schon alle Infos habe, die ich brauche. Hab jetzt gerade noch ein bisschen vor mich hingegrübelt. Muss ja nicht alles aufgenommen sein. Im Prinzip ist das hier die Frage, ob wir glauben, dass Marsh was damit zu tun hat oder nicht. Hat George Hurst tatsächlich einen besonderen Job angenommen, um zum Beispiel Hilfspakete auszuliefern oder ähnliches? Hat das was mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun oder eben nicht? Dementsprechend geht es in die eine oder in die andere Richtung und das kann man dann irgendwie weiterentwickeln. Wir könnten vielleicht mal nach hinten schauen, ob wir da noch irgendwas entdecken. Ich meine, nur weil der Kleine da nichts gesehen hat, was interessant wäre, heißt das ja nicht, dass er da nichts sieht. Und wenn wir durchs Fenster schauen können und sehen, was in dem anderen Raum ist, hat Sherlock vielleicht noch eine Eingebung. Hier ist erstmal alles gut. Und hier können wir nicht gucken mit Sherlock. Das war die falsche. Okay, Aufgaben. Wir sind jetzt so weit, dass wir die ganzen Geschichten miteinander kombinieren müssen. Alle Beweise. Für Sherlock Holmes reicht das aus, was wir gefunden haben. Wenige Leute in dem Fall, aber... Ja, jetzt muss ich hier das ganze Zeug miteinander kombinieren. Wir haben Hinweise. Okay. Dr. Fischer hat Hurst seinen besonderen Job berufen. Er ist in einem Jagdclub. Wahrscheinlich der gleiche Jagdclub wie auch Lord Marsh. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Vermissten durch diesen Club verschwinden. Was auch ein bisschen an der Sequenz liegt, die wir am Anfang hatten. Der Trick ist, rauszukriegen, wie das jetzt am besten funktioniert. Da gibt's noch eine Kombination, die ich noch nicht habe. Nur sehe ich die nicht.
Irgendwas fehlt mir da noch. Mit dem, was ich habe, komme ich nicht klar. Ich meine, Sherlock Holmes kann das vielleicht, aber ich bin kein Holmes. Also schauen wir nochmal, ob wir irgendeinen Hinweis da drin finden. Irgendwas, was uns noch eine Möglichkeit gibt, Dinge zu kombinieren. Ich meine, der Arzt ist ebenfalls Mitglied in diesem Jagdclub. Letzten Endes kommt es einfach darauf raus, was wir glauben. Sagt er die Wahrheit? Ist er dafür, verantwortlich, sage ich mal, den Armen wirklich zu helfen, was die Gesellschaft glaubt? Oder ist das nur Tarnung? Oder ist er der Böse, der mit dem komischen Schnauzbart und dem Seitenscheitel? Hält er ihn absichtlich krank, um die Kontrolle als Assistent zu haben und seine Gelüste auszuleben? Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Danke, dass Sie... Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Du glaubst es offenbar nicht. Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Trotz meines Adelstitels muss ich mein Zuhause mit diesen Essenspaketen für die Armen teilen. Du musst. Jetzt würdest du das nicht gerne machen. Okay, da bin ich wieder. Ich habe eine ganze Weile gegrübelt und überlegt und kombiniert und gemacht. Ich komme hier erstmal nicht weiter. Ich habe zwar hier eine angehende Verbindung, aber mir fehlen einfach noch jede Menge Hinweise. Egal wie ich diese Sachen hier miteinander kombiniere, ich komme da auf keinen grünen Zweig. Ich vermute also, mir fehlen da noch weitere Hinweise. Dementsprechend habe ich hier nochmal ein bisschen durchsucht und geguckt. Ich habe nichts mehr weiter finden können. Das Einzige, was wirklich interessant ist, Lord Marsh ist das hier. Whitechapel Road in London. Und... ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Whitechapel High Street, London. Das bedeutet für mich, wir schauen nochmal nach Whitechapel. Schauen mal, wo diese Pakete hinkommen. Und vielleicht finden wir da Leute, die wir fragen können, wer diese Pakete vorbeibringt. Ob das der Dr. Fischer ist, ob das die Bürger von Whitechapel sind, die von Marsh beschäftigt werden, oder... ob ein dicker Mann aus einem Schlitten springt, seinen Schornstein runterrutscht und das Zeug da lässt, nachdem er die Küche geplündert hat. Wir werden noch irgendwas finden. Okay, Whitechapel High Street. Whitechapel High Street. Und hier sollte ein Armenhaus oder irgendwas in der Richtung sein. Eine Bar. Ach, sag das nicht. Du klingst ein bisschen komisch. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht irgendwas finden. Die verkauft billig. Ja, das ist schon New Street. Das heißt... ich habe das nicht gefunden, was ich suche. Ich meine, Häuser, in denen Arme leben, jede Menge. Habe ich hier nochmal Zugriff auf die... nee, ich habe nur Teilnehmerlisten. Das Programm an sich. Hier habe ich die Vermisstenanzeige. Strawbridge. Dorset Street. Das ist North Street. Kommen wir Bau nicht mit klar. Boah, Leute. Und... ich habe so das Gefühl, an dem Punkt wirft uns das Spiel jetzt mal ein bisschen in kaltes Wasser. Wir werden nicht mehr so an der Hand geführt, dass man sagt, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Sondern das Spiel sagt jetzt,
Jetzt guck mal, wie du weiterkommst. Und so soll das dann den Rest vom Spiel sein, dass man selbst kombinieren muss, selbst nachdenkt und selbst überlegt, soweit bin ich gekommen, was ist der nächste Schritt? Was das Spiel schon ein bisschen schwierig macht. Die wenigsten von uns sind wirklich Sherlock Holmes. Gut, da hinten war der Pub. Dost 12. Ja, wenn wir schon hier sind, könnten wir eigentlich mal nach dem kleinen Tom gucken. Ich glaube, er hieß Tom. War das, glaube ich. Sieht gut aus. Vielleicht habe ich hier doch was übersehen. Da tropft es immer. Vater hat das früher repariert. Was mich gerade ein bisschen stutzig macht. Er hat von einem besonderen Job gesprochen, der Vater von dem Jungen. Aber ich glaube nicht, dass er ein Sonderausbildungsprogramm erwähnt hat oder so. Vielleicht hat er den Namen Marsh fallen lassen. Das heißt, der Junge könnte uns da eventuell weiterhelfen. Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ich werd wahnsinnig. Ein Ausbildungsprogramm? Nein, er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung, warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Aber hallo. Neue Hinweise. Yay. Damit können auch Waffen geölt werden. Okay. Den nehmen wir mal mit. Wolfshase. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Mit? Damit säubert man ein Gewehr. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Natürlich. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Es wäre natürlich jetzt nützlich zu wissen, wo die Kiste versteckt war. Okay. Nehmen wir mal an. Ich wäre unverantwortlich und würde ein Gewehr im gleichen Zimmer aufbewahren, wo mein Kind unterwegs ist. Kinder sind relativ kurz, das heißt Gewehr möglichst hochlagern, damit er nicht rankommt. Da haben wir Öl. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Tom, hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Alles klar, jetzt verlassen wir uns auf seinen Superhund. Okay, da hätten wir schon mal was. Und den nächsten Hinweis, so nach dem Motto. Gut gemacht, jetzt nehme ich dich wieder ein Stückchen an der Hand. Bin mir echt nicht sicher, ob das Spiel nicht eine Nummer zu groß wird. Ich musste in meiner Arroganz ja auf Meisterdetektiv klicken, statt zu sagen, wir lassen es erstmal ruhig angehen, aber einfach kann jeder. Gut, Toby. Das könnte interessant werden. Los, Toby. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Okay. Watson, ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Okay. Ich würde gerne Lord Marsh sehen.
Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Dann mach das. Ich glaube, so langsam ergibt sich tatsächlich eine Art Bild. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Den werden wir bestimmt auch noch brauchen. Er hat eine ganze Pfeifensammlung. Eine davon sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Unseren Höllenhut. Ich habe Dringenderes zu erledigen, als mit Toby in London Gassi zu gehen. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass du die Spur in Whitechapel aufnimmst und das Gewehr suchst und nicht hier damit anfängst. Ein Schlüssel aus Toms Wohnung, ja, den nehmen wir einfach mal mit. Warum nicht? Gordon Hursts Wohnung. Finden Sie raus, wo der Gewehr versteckt haben könnte. Ja? Das hatte ich gerade versucht, verdammt. Okay, dann gehen wir direkt zur Wohnung. Meine Güte. Das Spiel erlaubt einem aber auch gar nichts. Einmal mit dem Hund durch Whitechapel, das wäre bestimmt voll lustig geworden. Wenn er dann in irgendein Bordell rennt und alle panisch kreischend rauskommen. Jetzt sind wir der Hund. Das wird super. Einmal mit dem Schwanz gewedelt und die Tür geht auf. Schon mal fantastisch. Okay, das heißt, der Vater war nicht... Wie macht er das? Okay. Ja, Vierbeiner zu animieren ist nicht so ganz einfach. Gewehr also nicht in der Wohnung. Sehr gut. Welcher Dödel macht da so eine Schlaufe rein? Das wollen wir nur hoffen, dass Toby nicht in irgendeiner Suppe endet. Links oder rechts? Ich würde sagen, wir konzentrieren uns einfach mal auf die Route, die einer nehmen würde. So eine Art kleinen Garten. Die nächste Schleife. Super. Als hätte jemand gewusst, dass da ein Spürhund mitkommt. Ja, wuff, wuff. Sehr gut. Wieder irgendein Keller. Okay, wieder stimmt nicht ganz. Das ist unser erster komischer Keller in dem Spiel, aber... Und da passt doch der Schlüssel. Das ist ja fantastisch. So. Und eins zum anderen. Toby hat einen guten Job gemacht. Das sollten wir ihm vielleicht noch sagen. Aber Toby, die beste Spürnase im Königreich. So, das war wichtig, damit sich der Hund gut fühlt. Kann auch mit dem Schwanz wedeln. Dann schauen wir mal, wie geht's denn jetzt weiter? Verflixt! Neugier! Werkzeuge. Ein Haufen Abfall. Nein, nein, da steht Werkzeuge drauf, nicht Müll. Das ist hier so eine Art, ja, Lagereinheit für Arme. Nein, nicht hier. Siehst du, wenn du einmal ganz kurz durch... Alles klar. Was erwartest du? Einen leuchtenden Altar mit Lichtschein von oben, wo das Gewehr drauf ist? Ein gewöhnlicher Lagerraum. Was erwartet? Ein ungewöhnlicher Lagerraum? Also wenn jetzt hier gleich einer angekettet an der Wand ist und von einer Frau in schwarzem Leder verpeitscht wird. Nur Abfall. Vor allen Dingen sieht jeder
gleich aus. Stopp den Krieg. Bücher, Rucksack, jede Menge Bilder. Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Bestimmt irgendwie. Setzen Sie ein oder mehrere passende Dietriche ein, um die Schlossscheibe so hoch zu drücken, dass ein freier Weg für den Sperrstift entsteht. Super! Das heißt, wir knacken ein Schloss. Das war einfach. Ach, so läuft es. Okay, okay, okay. Tutorial. Die Schlösser später werden mit Sicherheit komplizierter. Trotzdem wäre ich froh, wenn ich mir das jetzt nochmal angucken könnte. Zum Glück, dass ich den ganzen Kram aufnehme. Wir gucken erstmal normal durch und dann gehen wir in die Detektivansicht. Ein Artikel über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hurst damit? Lord Marsh hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsprogramm bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen. Harrington und Collins haben dazu mitgemacht. Indem diese drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelfen, leisten sie auch in beachtlicher Manier ihren Beitrag dazu, unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig und langfristig zu verbessern. Okay. Jetzt sind die drei Freunde wieder zusammen. Mein lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr im Leben bin. Oh, nicht gut. Abschiedsbrief. Tut mir unendlich leid, dass es so gekommen ist, aber ich hatte keine andere Wahl. Das musst du wissen. Du bist ein sehr kluger Junge und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht. Versuche, glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen. Und zwar schneller, als du denkst. Dabei wirst du niemals alleine sein. Deine Mutter und ich werden vom Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dein dich liebender Vater. Ja, davon hat er viel. Glaub, lebendig wird ihr dem lieber. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor gefunden haben. Oh oh. Dies ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Die du hast mitgehen lassen. Auf diesem Plakat wird John Strawbridge vermisst. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. Gut, Gruppen. A, B, C. Hier haben wir nicht viel. Kelly kommt mir bekannt vor. 10. Oktober. Thatcher. Tanner. Staple. 3. Oktober. 31. Oktober. Okay, vom 10. bis zum 24. sind 14 Tage. 2 Wochen. Vom 3. bis zum 10. ist eine Woche. Vom 24. bis zum 31. ist eine Woche. Das heißt, Strawbridge war wahrscheinlich am 17. dran. Strawbridge. Das heißt, die veranstalten einmal pro Jahr, einmal pro Woche irgendwas. Der Oktober hat 5 Wochen. In dem Fall. Wobei das vermutlich an den Wochenenden stattfindet. Das heißt, er hätte einfach 5 Wochenenden gehabt. Er startet am 3. Der Oktober hat 31 Tage, kommt hin. Streichen wir hier noch ein paar Sachen. Dann ist er vielleicht irgendwann glücklich. Nein. Dieser Mann kommt in beiden Listen vor. Oh nö, jetzt muss ich das nicht so machen, oder? Okay, bitteschön, machen wir das so. Hm.
Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. Und die waren alle in der Gruppe S für spezielle Jobs. Gruppe S. 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 Also die Leute mit speziellen Jobs, mit denen passiert was, die verschwinden. Die Leute in den Gruppen A bis C machen normale Arbeiten, keine speziellen, und die tauchen wieder auf, so wie es aussieht. Munition. Dieser Schachtel hier war wohl voller Munition. Achtzehn wurden also schon verbraucht. Lieber George, ich verstehe dich und das ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden, nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei an verwundeten Leuten wie mir. Okay. Unsere militärischen Verdienste zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft. Aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemanden interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Orden. Im Namen Ihrer königlichen Majestät, Königin Victoria des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, erkläre ich, Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit, das Land schulde George Hurst, einem ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm, immerhin ist es nur die britische Armee, nicht auch noch von Irland, verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzung, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Okay, das ist wahrscheinlich der Orden, den wir gesehen haben oder mitgenommen haben. Epping Forest. Eine Karte von Epping Forest. Richtig. Das heißt, Epping Forest ist wahrscheinlich interessant. Okay, dann schauen wir mal, ob wir in der Detektivansicht noch irgendwelche Sachen finden, irgendwelche Details oder ähnliches. Scheint aber nicht so. Ah, First Person geht auch. Das hilft einem in der Ansicht natürlich sehr. Okay, wir haben hier jede Menge Bilder von einem Krieg. Den Helmen nach sind das Kolonialtruppen, die wahrscheinlich in Indien oder so gekämpft haben. Jedenfalls an den oberen zwei. Oder Afrika-Korps, könnte auch sein. Porträts oder Fotos von wichtigen Persönlichkeiten, was sein Sohn Tom dort zu suchen hat aus seinem Kriegsbild. Ich meine, wenn wir uns mal den beeindruckenden Schnauzbart oben links angucken, der hat irgendwie Ähnlichkeit mit dem beeindruckenden Schnauzbart unten links. Wir haben hier oben etwas, das vielleicht eine Geburtsurkunde sein könnte oder sowas. Und ein Kinderbild. Und dann drunter Tom. Etwas älter als das Kind da oben. Entweder war der beeindruckende Schnauzbart unser Hurst, der Vater von Tom, oder der beeindruckende Schnauzbart ist der Vater von Tom, aber nicht Hurst, sondern ein alter Kriegskamerad, und Hurst hat dann ihm vielleicht versprochen, sich um Tom zu kümmern oder so. Wird vielleicht ein bisschen weit, aber wir haben Möglichkeiten in dem Spiel. Eine Karte von Epping Forest. Eine Karte. Eine. Echt? Von was ist das eine Karte? Ich hab echt ein bisschen Angst, dass wir hier irgendwas übersehen. Da oben zum Beispiel. Oh,
in der Kiste, da ist ein Schloss davor verflixt. Wenn dieser ganze Raum schon abgeschlossen ist und der Schlüssel richtig gut versteckt, warum schließt er eine Kiste nochmal extra ab? Ah, und ich wollte gerade sagen, ein Gewehr haben wir immer noch nicht gefunden. Die Ölspur hat uns hierher geführt. Das ist eine Halterung für ein Gewehr. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Nur in bestimmten Situationen sinnvoll. Es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Es macht ja auch Sinn, denn da unten haben wir die Munition dazu. Allerdings würde in so eine Kiste eine ganze Menge Gewehre passen. 10 Stück bestimmt. Ich habe aber eigentlich nicht gedacht, dass der einen Krieg anfangen wollte. Okay. Wir haben jede Menge neue Hinweise. Okay. Das besondere Job ist der von Bedürftigen. Zeitungsartikel aus George Hursts Keller. Es geht darin um Lord Marsh und das Sonderausbildungsprogramm. Das heißt, ja! Und wieder falsch. Super! Gut, da haben wir schon den nächsten kleinen Teil hier. Es gibt keine Verbindung. Der besondere Job hat nichts mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun. Davon bin ich inzwischen überzeugt, denn erstens hat er überhaupt nichts erwähnt und zum anderen ist das eine andere Gruppe als die Hilfskräfte für das Ausbildungsprogramm. Wir nehmen das mal mit. Dann schauen wir hier. Interessiert. George Hurst war zwar interessiert am Sonderausbildungsprogramm, aber das war auch schon alles. Oder George Hurst hat Informationen über die Bedürftigen und Lords gesammelt, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Ich glaube, da können wir ganz sicher sein. Er hat nicht nur sämtliche Zeitungsartikel gesammelt, die er kriegen konnte, sondern er hat eben auch die Liste der Leute, die mitgemacht haben. Das sind alles Informationen, die über pures Interesse rausgehen. Hätte er einfach nur einen Zeitungsartikel aufgehoben, hätte ich gesagt, ja gut, okay, er war halt interessiert. Aber durch diese Teilnehmerlisten, genaue Daten, wann, wer, wo war, das ist besonderes Zeug. Rote Farbe zeigt an, dass sich Herleitungen widersprechen. Solche Konflikte können sie lösen, indem der Text viel zu schnell verschwindet. Das hilft uns also. Wenn wir uns selbst widersprechen. Ja, okay, ich sehe schon. Das kann man so oder so sehen. Wird nicht so einfach, wie ich dachte. Gut, schauen wir mal nach den nächsten Hinweisen. Wir haben eine Liste von Bedürftigen. Einige der Namen auf der Liste, die sie in George Hursts Keller gefunden haben, sind markiert. Es handelt sich um dieselben Namen, die auch auf der Liste von Lord Marshs Haus stehen. Ein Teilnehmer an Sonderausbildungsprogramm wird vermisst. Liste der Bedürftigen, da ist einer vermisst. Ich glaube, das passt zusammen. Keine Kopfschmerzen. Schon mal nicht schlecht. Also schauen wir mal. Verschwunden. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe S des Sonderausbildungsprogramms verschwunden. Das führt uns dann zum nächsten Schritt. Hurst wusste Bescheid. George Hurst wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer im Sonderausbildungsprogramm verschwunden sind. Richtig. Das ist, denke ich, logisch. Keine Sorge, später werden diese Herleitungen etwas anspruchsvoller. So, was haben wir da? Vorbereitung vor seinem Verschwinden nahm George Hurst sein Gewehr mit. Vor 3 Wochen ist George Hurst verschwunden, nachdem er einen besonderen Job angenommen hatte. War vorbereitet. Mit einem Gewehr. Jagdclub. Steht so nicht miteinander in Verbindung.
aber er war vorbereitet und ist auf diesen Job gegangen. Also kein friedlicher Job. George Hurst besonderer Job ist ohne Zweifel keine friedliche Tätigkeit, wenn er dafür sein Gewehr mitgenommen hat. Erscheint logisch. Außerdem war er in der Armee, wo er verwundet wurde. Aber er wurde ehrenhaft entlassen. Er hat auch eine Medaille erhalten. Das steht aber nicht im Zusammenhang mit dem Abschiedsbrief. Auch nicht damit, okay. Ich sehe schon, ich glaube, wir haben noch nicht genug Informationen, um damit zu arbeiten. Hör doch auf. Das ist jetzt natürlich einfach nur doofes Durchprobieren und so sollte es nicht sein. Okay, das ist ein bisschen eigenartig jetzt, aber okay. In Marshs Haus eindringen. Schleichen Sie sich in das Haus von Lord Marsh und finden Sie mehr über das Sonderausbildungsprogramm heraus. Das scheint also ein logischer Schluss zu sein. Dass wir über das Sonderausbildungsprogramm einfach zu wenige Informationen haben, um da intelligente Rückschlüsse zu ziehen. Und dadurch haben wir eine neue Aufgabe. Und der Abschiedsbrief steht in Verbindung mit seinem Job. Ist klar, es war kein friedlicher Job, wie wir wissen. Und wenn er da bewaffnet hingeht, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass er nicht lebendig zurückkommt. Und dafür hat er diesen Abschiedsbrief geschrieben. Keine Rückkehr. George Hurst wusste, dass er von seinem besonderen Job nicht zurückkehren würde. Deswegen hat er einen Abschiedsbrief an Tom geschrieben. Letzte Chance. George Hurst hat einen Abschiedsbrief geschrieben, den er Tom aber nicht gegeben hat. Es besteht die Möglichkeit, dass er noch am Leben ist. Das sehe ich auch so. Sonst hätte er den nicht hier eingeschlossen oder so. Sondern hätte das in diese Kiste gepackt. Mit dem Schlüssel, dem Waffenöl, dem Reinigungsstab. Damit Tom den findet. Ich denke, das wäre besser gewesen, als ihn hier im Keller zu verstecken. Gut, was haben wir noch an Hinweisen? Verwundung und Quarterman Club, die stehen nicht miteinander in Verbindung. Das heißt, wir haben als nächstes dann die Aufgabe, in das Haus des Lords einzubrechen. Das wird ein bisschen fies, aber das machen wir in der nächsten Episode. Die hier ist schon höllenlang. Kann ich versprechen, dass da nächste Woche auch wieder Sherlock Holmes drankommt, aber ich bin mir fast sicher, dass wir das nochmal sehen werden. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.